Okay, ich merke, Sie wollen wirklich nicht über Politik reden. Sie wollen lieber Comedy, oder? Lassen Sie uns ein bisschen Comedy machen. Tut mir leid, ich wollte Ihnen nicht die Stimmung verderben. Es tut mir wirklich aufrichtig leid, ich wollte Ihnen... Doch, natürlich! Ich wollte, dass Sie depressiv werden und nach Hause gehen und sagen, so einen Scheiß haben wir noch nie erlebt. Ich dachte, ich lache und dann erzählt er mir von Afghanistan, von der Klimakatastrophe. Ist doch gut, haben Sie beim Bumsen gleich mehr Spaß. Habe ich Ihnen wenigstens einen kleinen Gefallen getan, Ihre Lust angetriggert. Gut, wir können auch über Comedy sprechen. Kennen Sie das? Sie kommen in eine Bäckerei und sind keine Brötchen mehr da? Nee, kennen Sie nicht. Okay. Oder ich erzähle einen Witz oder sowas. Geht doch auch. Ist doch Dreisat hier. Können wir nachher als Kunst tarnen. Auch nicht? Sie wollen doch über Politik reden. Wie wäre es, wenn wir ein bisschen über Spiritualität reden? Wissen Sie, weil ich habe jetzt eine Idee. Ich weiß nicht, ob Sie es festgestellt haben. Ich habe überzeugende Qualitäten, oder? Ich könnte ein Prediger sein. Wenn jemand von Ihnen labil ist oder so, ich gebe Ihnen noch einen Fuffi drauf und dann gründen wir eine Religionsgemeinschaft. So wie in Amerika. Ich ziehe mir ein lila Jackett an und sage, you all have to believe in God. Covid, go away. Wie wäre das? Wäre cool, oder? Kommen Sie, wir versuchen das jetzt einfach. Sie schließen die Augen und überlassen sich mal für einen Moment lang mir. Haben Sie nicht so einen fucking Schiss? Ich tue Ihnen nichts. Schließen Sie die Augen. Anju! Spüren Sie die Energie, die durch Ihren Körper fließt? Sonntag, Dreisat. Fassen Sie sich an. Fassen Sie sich an. Da, hier, wo Sie möchten. Sie haben gar nicht die Augen zu. Doch, er hat die zu und er fasst sich sogar an. Aber dafür brauchen Sie mich nicht. Spiritualität, das ist etwas, was uns fehlt. Vielleicht brauchen wir eine Instanz, die uns Moral als einen Wert verkauft und nicht als eine Belastung, von der wir uns lösen wollen. Die Kirche, ich habe mich das oft gefragt in den letzten Monaten, wo ist eigentlich der Papst? Warum hält der Papst nicht jeden Tag eine Ansprache und sagt, ey, ich bin für euch da, ihr müsst keinen Schiss haben. Der Papst macht das nur, wenn er Wölki nicht entlassen will. Ja, dann nimmt er sich die Zeit und die Mühe, um zu sagen, nö, lass mal, das wird schon wieder vergessen werden. Die Kirche ist eine Institution des Vergessens mittlerweile. Dabei müsste sie die Institution der Zuversicht sein. Und das ist sie nicht. Und deswegen brauchen wir vielleicht andere Instanzen. Die Politik hat es schon längst aufgegeben, es zu sein, weil die Politik sich nur noch in ihre eigenen Lügen verstrickt. Haben Sie den Wahlkampf gesehen? Haben Sie sich die Koalitionsverhandlungen angeguckt? Ich habe selten so kompromissbereite Parteien gesehen wie bei dieser Wahl. Ich wünschte mir, sie wären unversöhnlicher. Ich wünschte mir, sie hätten mehr Farbe. Ich wünschte mir, sie hätten mehr Eigenheit. Ich wünschte mir, am Ende gäbe es vielleicht gar keine Koalition, sondern eine Diktatur. Ich wünschte mir, niemand würde mehr irgendwas besprechen, sondern es würde nur noch entschieden werden. Aber dann wären wir ja da, wo ich am Anfang war, bei Hitler. Und den will ja keiner mehr haben, weil wir sind ja alle selbst ein bisschen Hitler. Ja, wir sind ja alle kleine Hitlers zu Hause. In dem Moment, wo wir uns in der Unsichtbarkeit wähnen und über andere richten oder Shitstorms anzetteln, uns beschweren und uns in Gemeinschaften stecken, in die wir vielleicht gar nicht gehören, Artikel schreiben, Freizeitjournalisten sind oder Teilzeitkolumnisten. In dem Moment sind wir alle kleine Hitlers. Und wir merken gar nicht die Widersprüchlichkeit und die Ungerechtigkeit in unserem Handeln. Wir sind auf der einen Seite sehr empfindlich, wenn es um Begriffe geht. Ja, das ist okay, Gendersprache zum Beispiel. Aber dann müsste Baerbock auch Baerböckin heißen. Ja? Aber auf der anderen Seite ist uns scheißegal, wenn zum Beispiel Wahlen getürkt sind. Da sagt keiner, Moment mal, außer mir. Ja, weil getürkt als Sinnbild für gefälscht ist nun nicht besonders türkenfreundlich. Und das sage ich Ihnen ernst. Es kommt also darauf an, wer sich wann, warum diskriminiert fühlt, damit er Gehör findet bei anderen, die es gerade wichtig finden, ihm dieses Gehör zu geben. Und das ist verlogen bis ins Mark. Weil die, die sich da untereinander streiten, die sind alle auf einer Seite. Wir müssten uns eigentlich zusammentun, um gegen die zu sein, die auf der anderen Seite sind. Gegen die Nazis, die es immer noch gibt. Jedes Jahr
20% Zuwachs rechtsradikaler Gewalttaten. Wir müssen uns gegen die Ignoranten, gegen die Gegner unserer aufgeschlossenen und vielfältigen multikulturellen Gesellschaft zur Wehr setzen. Aber was machen wir? Wir drehen uns im Kreis. Jeden Tag wird immer noch im Jahr 2021 und sicher auch im nächsten Jahr irgendwo ein Asylantenheim angegriffen. Aber darüber wird nicht gesprochen, weil es gerade nicht genehm ist. Lieber sprechen wir über die Anschläge islamistischer Gewalttäter, die im Verhältnis zu den Zahlen rechtsradikaler Gewalttaten nicht zu vergleichen sind. Aber wir sprechen lieber darüber, weil es uns in den Kram passt. In unser kleines, enges Weltbild, das wir versuchen, in 30 Minuten uns erklären zu lassen von einem Kabarettisten, der es selbst nicht versteht. Insofern vielen Dank. Tschüss.